Hallo und herzlich willkommen wieder bei Neulich im Garten, slash Blog. Heute geht es um das, was da hinter mir hängt. Getreide. Das ist von diesem Jahr, das muss ich noch dreschen. Es geht um das vom letzten Jahr. Weil anbauen ist immer eine Sache. Die ganze Sache auch nutzen und vor allem lagerfähig machen, ist eine andere. Ich habe aus dem letzten Jahr bewusst noch was übrig gelassen, um mal zu gucken, ob das überhaupt lagerfähig ist. Wo habe ich das reingetan? In eine große blaue Tonne, keinen Deckel drauf, habe das hinten in den Schuppen gestellt und stehen lassen. Das war trocken, ich habe das überprüfen lassen. Also hätte eigentlich ausreichen müssen. So, jetzt habe ich mir das mal genauer angesehen und ganz so ideal war das wohl nicht. Weil da sind Tierchen drin. Aber was das für Tierchen sind, keine Ahnung. So ein Fass habe ich dafür benutzt. Einfach das Getreide rein und liegen lassen. So. Wenn man sich das ansieht, wir machen gleich einen kurzen, genaueren Blick drauf, da wird man feststellen, an dem Getreide ist nichts zu erkennen, keine Fraßstellen, kein gar nichts. Und trotzdem, da sind haufenweise kleiner Tierchen drin. So aus der Ferne ist da nichts dran zu erkennen. Keine einzige Fraßstelle, kein gar nichts. Mal sehen, ob man das, wenn man näher rangeht, ob man das noch erkennen kann. Da ist nichts. Aber wenn man das siebt und genauer hinguckt, dann erkennt man das. Ich hatte mir nämlich schon fast so weit gedacht. Ich meine, nicht umsonst treiben die so einen Aufwand. Wie wird Getreide heutzutage gelagert? Ich meine, kühl. Das wird dauernd mit kalter Luft durchgeblasen. Was weiß ich, mit was dann alles behandelt wird. Also, dass das bei mir hätte auf Anhieb funktioniert, war kaum anzunehmen. So, ich sieb jetzt mal ein bisschen und dann gucken sich die Tiere mal an. Nehmen wir ein handelsübliches Küchensieb. Tun da was von dem Getreide rein. Und mischen das mal. Damit wir auch genug haben, noch mal ein bisschen mehr. Ein einziges Gewirr von kleinen Tierchen. Mal sehen, ob man das irgendwie erkennen kann. Ich nehme mal wieder die Lupe. Da läuft zum Beispiel eines. Also es sind reichlich davon drin. Da man sieht das ganz klar. Was das für Tierchen sind, ist mir allerdings vollkommen unklar. So, ich habe nochmal neu gesiebt. Was auch auffällig ist, sind Unmengen feiner, kleiner, schwarzer Kügelchen da drin. Kot könnte das sein. Die sind mir vorher nicht aufgefallen. Und um mal einen Vergleich zu haben, wie groß die sind, da hat man gerade gesehen, da ist ein Korn. Also die sind erheblich kleiner und in verschiedenen Farbschattierungen. Es gibt helle und es gibt dunklere. Kann man hier sehen, wie viel von diesem schwarzen Krümelchen da drin sind. Da sitzt einer direkt neben diesen Körnern. Ich versuche nochmal eine andere Kameraeinstellung. Gehe einfach mit diesem Ding was näher ran. Vielleicht sieht man das dann. Man sieht die schwarzen Pünktchen und die Tiere. Puh, da kann man die Krätze kriegen. Also das Blatt wimmelt nur so davon. Also, das ist schon ziemlich schrecklich. Ah, Hunderte, Tausende davon. Ich nehme an, unsere Vorfahren hat das nicht gestört, aber mich stört das. Also das mache ich nun nicht mehr essen, das geht jetzt an die Hühner. Ist jetzt die Frage, wie kann ich das verhindern? Oder vor allen Dingen, wo kommen die her? Wenn das Getreide hier hängt zum Trocknen, sind da schon die Käfer drin? Oder was da noch immer sind, ich weiß es nicht. Also diese Kornkäfer, ich habe sie mir angesehen im Internet, die sind größer. Und da stand irgendwie drin 3,5 mm. So groß sind die nicht. Die sind höchstens mal 1,5 mm, diese Dinger. Also das ist wirklich gar nichts. Waren die schon drin in dem Getreide, was hier hängt oder schon auf dem Feld? Oder sind die später in diese Tonne reingekommen oder wo kommen die her? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls so kann man das nicht machen. Da hält sich das vielleicht 3 Wochen oder 3 Monate und irgendwann haben die sich da drin vermehrt. Das ist nicht Sinn der Sache. Jetzt muss man sich überlegen, wie man das machen kann. Das Problem ist nicht nur bei Weizen, sondern auch beim Roggen. Da sieht das genauso aus. Auch am Roggen ist kein Schaden zu sehen hier, aber
diese Tiere drin. Und zwar massenhaft. Welche Möglichkeiten habe ich jetzt? Ich meine, angenommen, das gibt 70 Kilo, 80 Kilo. Die kann ich nicht in eine Gefriertruhe tun. Wenn ich sie in Tüten tue und fest zumache, wenn die Tiere schon drin waren, werden sie auch da weiter leben. Ich kann nicht in jede Tüte Stickstoff reinblasen, das ist viel zu aufwendig. Wer soll das alles machen? Also, vielleicht ist da draußen ja irgendjemand, der sich mit Getreide auskennt und der irgendeine Idee hat, wie ich das jetzt vernünftig lager. Oder ist das vielleicht normal? Muss man sich damit abfinden? Ist das in den großen Getreidesilos auch? Gut. Soweit zu diesem Thema. Wer mehr wissen will, neulich im Garten ist slash Blog, YouTube-Kanal Hase. Nicht nur diese ekligen Viecher. Jede Menge anderes. Selbstversorgung, Enten, Bienen, Hühner, Riesengarten. Alles, was damit zu tun hat. So, bis demnächst. Tschüss.